bin ich hinten ins Büro eingebrochen und was glaubt ihr? Ich habe hier jetzt exklusiv den Prototypen vom Nintendo NX. Ja, meine Lieben, es ist Sonntag und ich bin schon wieder auf dem Gamescom-Gelände. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen zerstört. Körperlich und geistig irgendwie total heute. So ein bisschen neben der Spur. Auch darmtechnisch bin ich gerade nicht so gut bewandert. Ich bin mal gespannt, wie lange ich es heute auf der Gamescom aushalte. Zuerst wollte ich eigentlich gar nicht fahren. Aber ja, jetzt bin ich trotzdem hier. Schauen wir mal, was der Tag so bringt. Heute sind wir mal in Cosplay Village unterwegs. Gestern war ja eigentlich nur fast hier mit den YouTubern unterwegs. Ich habe ja eigentlich fast gar nichts von der Gamescom gesehen. Und da heute alle nicht mehr da sind, weil sie die letzten Tage hier auf der Gamescom sich so zugesoffen haben und total fertig sind und nach Hause fahren, habe ich mir gedacht, ich nutze den Tag mal, den ich wirklich ganz alleine hier auf der Gamescom unterwegs bin und film für euch ein paar Impressionen. Ja. Vielleicht mache ich auch ein bisschen Quatsch oder so. Mal schauen. Ehrlich sagen, früher war Cosplay wirklich nur Fleischbeschau für Männer, aber mittlerweile machen da auch so viele Männer mit. Also ist für jeden was dabei. Tatsächlich bei Steam schon vorbestellt habe. Das ist ein Indie-Projekt, kann ich jedem nur empfehlen. Ich werde mal gucken, vielleicht finde ich so einen Vorbesteller-Kauflink, mit dem ihr mich unterstützen könnt, wenn ihr wollt. Den setzt ihr dann unter das Video. Das ist sowas wie, ja, Mega Man, aber ein besseres Mega Man. Ein Mega Man, wie Capcom mal ein neues Mega Man machen könnte, statt alte wieder als Remake rauszuhauen und so weiter. Richtig geiles Projekt, vielleicht kriege ich hier was gefilmt, wenn ich nicht irgendwie weggescheucht werde oder so. Jetzt das passiert, was ich gesagt habe, ich darf leider Spielszenen nicht filmen. Das ist sehr schade, ich hätte es euch gerne gezeigt, aber stellt euch einfach Mega Man X mit noch neuerer, aktuellerer Grafik vor. Dann habt ihr Mighty No. 9. Ja.
Da könnte ich mir auch vorstellen, wenn sie dann nicht zu leicht machen, sondern so an dem Schwierigkeitsgrad von Mega Man 1 oder 2 sich orientieren, dass da durchaus auch ein Rage Blamer für kommen könnte. Auch wenn es nicht wirklich Retro ist. Oder doch Retro mit neuer Grafik. Werden wir sehen. Und wenn man dann einen neuen Level freischalten möchte und das Batmobil in einer anderen Form braucht, dann muss man wirklich, da kriegt man eine Bauanleitung auf der PlayStation, Xbox oder was auch immer man da, wie man das hat, wird dann diese Bauanleitung angezeigt und man muss dieses Fahrzeug umbauen, damit das dann wirklich freigeschaltet wird. Diese Plattform erkennt, okay, ist dieses Fahrzeug jetzt in der richtigen Form vorhanden, dass ich damit spielen kann. Und das ist eine richtig geile Sache. Wer Lego liebt, wer Lego-Spiele liebt und wer Skylanders liebt, der ist bei dem Spiel absolut richtig. Ich hatte Angst, dass es so ein Disney Infinity Rip-Off wird, ist es aber nicht. Es ist richtig geil. Ja, meine Lieben, Obdachlosigkeit in Deutschland, aber Hauptsache Griechenland gerettet.
beschwert, dass ich jetzt gestern Sega nicht verarscht habe mit dem Mega Drive 3 Prototypen. Zur Erklärung, Sega ist in Halle 4 und ich zeige euch jetzt mal Halle 4. Halle 4 sieht so aus. Dicht. Ich weiß nicht, aus welchem Grund die Halle 4 dicht ist, aber ja, Sega hat seinen Stand nun mal in Halle 4 und dann kann ich natürlich auch nicht Sega verarschen. Jetzt habe ich noch für Nintendo was in der Tasche, aber ich glaube, man sieht mir an, ich bin ein bisschen fertig. Ich habe auch Hunger und alles und ich glaube, ich gehe jetzt nur noch die Hallen 1 bis 3 ab und wenn da nicht Nintendo ist, dann muss ich das halt ohne Nintendo machen. Aber es gibt noch eine große Überraschung. Skandal. Es gibt bei Twitter, da postet 2K dann ab und zu mal ein Passwort. Dann muss man an den 2K-Stand gehen, sagt das Passwort und dann kriegt man was kostenlos. Und ja, ich war eigentlich schon auf dem Weg nach Hause, wollte eigentlich schon gehen. Und dann habe ich das in unserer WhatsApp-Gruppe. Ich bin in einer WhatsApp-Gruppe mit mehreren YouTubern, mit dem Bandit, mit dem Last Action Hero und so weiter. Und dann kam da, ja, hör mal hier, Passwort und so weiter. Da habe ich so ein bisschen erstmal überlegt, dann dachte ich mir, okay, gehst du nochmal den Weg zur Halle 6 und sagst das Passwort und was ist? Sagen sie mir, ja, tut uns leid, ist schon alles weg. In der Zwischenzeit kriege ich vom Bandit ein Foto, dass er schon sein zweites Paket da abgeholt hat mit dem Passwort. Und da ist nochmal ein ganzes Sammelsurium. Tja. So kann's gehen. So kann's gehen, meine Lieben. Aber jetzt, glaube ich, führt mich mein Weg echt langsam nach Hause. Langsam ist die Puste raus. Aber ich muss euch ja noch das Nintendo-Special zeigen. Kommt noch. Boah, endlich sitze ich in meinem Auto. Zweiter Tag Gamescom, der Sonntag ist für mich jetzt vorbei um 3:30. Ich kann einfach nicht mehr, ich bin total fertig. Ja, aber ich schulde euch ja noch was und zwar, ich bin bei Nintendo eingebrochen, weil die haben nichts über den neuen Nintendo NX gesagt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, Moment mal, ne, aber die müssen ja schon was wissen, die Mitarbeiter von Nintendo wussten angeblich auch nichts. Dann bin ich hinten ins Büro eingebrochen und was glaubt ihr? Ich habe hier jetzt exklusiv den Prototypen vom Nintendo NX. Was ist bekannt vom Nintendo NX? Es soll eine Mischung zwischen Handy und Spielekonsole sein. Und hier kommt's. Hier kommt es jetzt. Erstmal der Nintendo NX von hinten. Und zack, es stimmt. Es ist ein Handy in Kooperation mit Sony Ericsson. Boah, Wahnsinn. Da könnt ihr hier SMS schicken und WhatsApp und so weiter. Und ihr könnt gleichzeitig DS spielen. Sie haben wieder den 3D-Stick wegrationalisiert. Was das soll, weiß ich nicht. Ja, Leute, der neue Nintendo NX. Hammergeil, hammergeil. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, vergesst den Daumen nach oben nicht. Ihr könnt mich auch abonnieren, das ist kostenlos. Und ja, stay tuned. Euer Dennis oder auch Gameblamer, wie ihr das wollt. Ciao.